Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Waverwaits, Insel der Verdammten. Wir waren irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade waren. Ich habe schon wieder alles verpennt. Hier war irgendwas, das wir mitnehmen konnten. Beziehungsweise nicht mitnehmen konnten. Ich glaube sogar, es war total unnötig, das hier mitzunehmen. Beziehungsweise aufzumachen. Naja. Oder? Habe ich hier vielleicht wieder? Es gab doch noch irgendein Draht oder sowas, erinnere ich mich. Ist der gerade über den Abgrund gelaufen? Ist der gerade über den Abgrund gelaufen? Ach. Vielleicht kann. Nee, es kann nicht. Was können wir denn mit dem Brecheisen noch machen? Schauen wir mal runter. Zur Brücke. Bei der Brücke gibt es wahrscheinlich sehr wenig, was wir machen können. Wie immer halt. Und hier. Oh. Tropfendes Öl. Pfeiler. Ich weiß ja nicht. Geh runter! Einfach davor stehen bleiben, ey. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Turm. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Pfeiler. Ein Pfeiler. Punkt. Ja, warum bleibt denn der da immer vorher stehen? Voll scheiße. So, machen wir mal das ganze Ding hier zu Schrott. Kaputt machen! Funktioniert denn hier überhaupt irgendwas? Funktioniert hier denn überhaupt irgendwas? Ich doch. Mach's kaputt, wenn's nicht funktioniert. Schauen wir nochmal hier hoch. Sagen überhaupt nichts. Kann ich das vielleicht nochmal verbiegen oder so? Nein? Okay. Das kann ich auch alles nicht anklicken, wenn ich hier drüben bin. Ich weiß nicht warum. Aber ich kann natürlich rüberlaufen. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Pfeiler. Nee, sieht nicht so aus. Es sieht fast so aus, als wäre da unten schon der Boden. Als wären wir unten, wenn wir den Flaschenzug da benutzen. Aber wir werden sehen. Das Ding ja auch nicht mehr sein, oder? Obwohl da ja bodenloser Abgrund steht, ne? Wir müssen jetzt eigentlich schon total ölig sein, weil wir immer durch die Tropfen durchlaufen. Doch noch irgendwas in der Kiste. Vielleicht können wir ja noch irgendwas mit dem Müll anfangen oder sowas. Keine Ahnung. Da hätten wir ja immer noch da. Warum kann ich auch nur den Pfeiler anklicken? Nicht irgendwie was anderes. Okay, den Pfeiler kann ich auch noch anklicken, aber
Ihr wisst, was ich meine. Da kann ich auch nichts machen. Werkzeugkasten. Warte, den Werkzeugkasten. Ich kann das unmöglich alles herumschleppen. Ja, dann nimm... Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was du machen sollst. Mach's kaputt. Mach's mit der Brechstange kaputt. Gibt's hier vielleicht irgendwo noch am Rand eine versteckte Dingens oder sowas? Nee. Scheiße. Naja. Ich dachte, wir hätten jetzt schon das Rätsel gelöst. Friede, Freude, Eierkuchen. Aber nein. Jetzt aber auch. Da ist doch noch eine Kiste. Warum kann ich die denn nicht aufmachen? Einfach die da drüber runterschieben. So schwer ist sie ja nicht. Da ist ja nur Müll drin. Und dann. Schutzhelm? Ein Schutzhelm. Das kann ich später noch gebrauchen. Was? Wofür denn? Hast du Angst, dass dir was auf den Kopf fällt? Du Armer! Mach mal, ist irgendwie kaputt oder so. Geht nicht. Auch nicht andersrum. Brauchen wir das jetzt echt erst später, wenn wir unten sind, oder? Eigentlich wollte ich nur auf das Ding hier draufklicken. Ich kann auch einfach hier alles mit allem benutzen. Dann werde ich es auch irgendwann rausfinden. Wahrscheinlich ist es genauso wie beim ersten Rätsel. Ich habe schon längst ausprobiert und es funktionierte halt eben erst jetzt. Ein bisschen Müll reintun? Nein. Kann ich vielleicht mit dem Faden noch irgendwas machen? Nee. Ich bilde mir auch ein, dass wir eigentlich den Faden mitgenommen haben. Oder wenigstens angeklickt haben. Ich kann ja jetzt leider nicht, gerade eben nicht zurückschauen, die anderen Parts, was ich da gemacht habe. Jetzt den Helm für jetzt oder später? Ich weiß es nicht. Ja, geh. Hier ist auch nicht mehr als der Pfeiler. Da gehst du jetzt bitte hoch. Dankeschön. Soll ich den vielleicht aufsetzen? Nein? Taschenzug. Anscheinend brauchen wir den echt erst später. Mal alles nach irgendwelchen Wegen ab, die ich noch nicht begangen habe, die ich vergessen habe oder nicht gesehen habe oder keine Ahnung. Da könnt ihr mir jetzt mal zuschauen. Ist bestimmt sehr interessant für euch. Ja. Also hier kann es ja wohl kaum noch irgendwelche Wege geben. Finde ich jetzt unlogisch. Kann ich hier viel runterklettern? Hier hinterlaufen? Nee, das geht überhaupt nicht.
Okay, dann geht in die Richtung wahrscheinlich auch nicht. Wird wahrscheinlich auch nichts sein. Hier gibt es keinen weiteren Weg, so wie es aussieht. Ach warte, nimm doch das dreckige, den dreckigen Blumentuch und schauen wir doch mal nochmal auf die rechte Seite davon. Vielleicht gibt es da sonst noch irgendwas. Ich glaube, das könnte ich noch gebrauchen. Ja, dann nimm's mit. Okay. Gehen wir mal hoch. Zum ersten Mal ist er nicht stehen geblieben, kurz vor der Leiter. Kann ich den Helm vielleicht abwischen? Ohne Brechstange oder Hammer? Nein, okay. Vielleicht brauchen wir auch den Lumpen für irgendwie was anderes. Für den Müll oder keine Ahnung. Das könnte reichen. Wenn eine Öldusche überhaupt zu irgendwas gut ist, dann um Rheumatismus zu kurieren. Vielleicht können wir ja das Öl auffangen. Ja, wir können das Öl auffangen. Ein paar Tropfen wären nicht schlecht. Vielleicht für das Dingens da... Ja, genau, ihr wisst schon, was ich meine. Die Intelligenten von euch haben jetzt rausgefunden, wie das Rätsel geht. Ich glaube, das könnte ich noch gebrauchen. Die, die nicht intelligent sind, müssen meine Videos weiter anschauen, damit sie rausfinden, wie es weitergeht. Die intelligent sind, bei denen versteht sich schon von selbst, dass sie mich abonnieren müssen, ja. So habe ich jetzt jede Gruppe abgedeckt. Sehr gut. So. Da kommt jetzt der Lappen drauf. Das könnte reichen. Kann das. Auf alle Fälle. Ich habe schon 5000 Mal ausprobiert. Ich hoffe, das ist jetzt das Ende des Rätsels, ey. Ja, es ist das Ende. Also es funktioniert zumindest. Das könnte reichen. Das Öl tropft schon überall raus, aber irgendwas fehlt immer noch. Was denn? Eine Brechstange? Nein! Verdammt! Hammer! Das Öl tropft schon überall raus, aber irgendwas fehlt immer noch. Die Kurbel. Ach, Manno! Du bist gerade falsch runtergeklettert. Du bist gerade rechts von der Leitung. Egal! Ich will nichts sagen. Wir sagen jetzt einfach, hier rechts gab es nichts. Ich habe jetzt keinen Bock, da nochmal nachzuschauen. Ich muss erstmal die Leitung hoch. Ja. Ich habe immer Lust, total. Schauen wir mal zur Brücke. Da waren wir auch noch gar nicht. So. Hier müssen wir auch erstmal hochklettern. Bevor wir irgendwas anderes machen können. Kann ich hier vielleicht das Öl reinkippen? Müll. Ich kann das unmöglich alles herumschleppen. Ja, dann nimm halt nur ein bisschen mit, verdammte Scheiße.
Du kannst einen Helm, eine Brechstange und einen Hammer mitnehmen, also ein bisschen Müll nicht, oder? Boah, ey. Ist doch scheiße. Hallo? Achso, hier muss ich klicken. Winkt? Nee, ich dachte gerade, das blinkt. Alles klar, ich kann es ja eh nicht benutzen. Das mit dem Hammer versuche ich jetzt auch schon zum tausendsten Mal. Aber es funktioniert nicht. Ich habe gerade gedrückt. Naja. Schauen wir jetzt nochmal hier hin. Hallo? Dahin gehen. Dahin gehen. Vorhin bist du hier lang gelaufen. Komm. Weiter. Hier irgendwie hinklicken. Nein, das ist auch wieder die Brechstange. Hier. Lol. Naja. Die werden wahrscheinlich auch nicht zweimal denselben Trick benutzen. Zum darunterliegenden Stock. Anscheinend auch nicht mehr als den Helm. Der hat sich jetzt nur umgedreht. Und das war jetzt ein neuer Screen oder was? Oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich sehe echt weit und breit keinen zweiten Weg. Oder irgendwas, das ich noch einsammeln kann. Oh, keine Ahnung. Wir haben jetzt gleich auch noch einen total langweiligen Part zusammen, wo ich einfach nicht vorankomme. Soll helfen, habe ich gehört. Tja, was sollen wir machen? Das Öl tropft schon überall raus, aber irgendwas fehlt immer noch. Einmal genügt. Nein, das glaube ich nicht. Einmal genügt. Einmal genügt, Mama. Scheiße. Kann ich nicht irgendwie damit kurbeln oder was? Hier. Doch überhaupt kein Problem. Hier jetzt irgendwie das. Oh mein Gott. Hallo? Soll es da hochgehen? Jetzt. Und? Ist da irgendwas? Nein, überhaupt nichts. Okay. Bundloser Abgrund. Stürzen. Ich komme mir vor, als würde ich träumen. Hört das denn jemals auf? Helm runterwerfen. Ein übler Geruch. Ach, ich kann auch Rechtsklick auf die ganzen Sachen machen. Eine Art Universalschlüssel zu allen Türen und Schlössern. Liegt gut in der Hand. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ist ja cool. Also ab jetzt werde ich hier jedes Item für euch hier rechts klicken. Damit wir auch ja nichts von dem Spiel verpassen. Ist ja cool. Der hier sieht aus wie alle anderen. Ich kann überhaupt überall rechts klicken. Würde laufen wie ein Uhrwerk, aber ohne Kurbel kann ich sie nicht anwerfen. Sag ich doch, keine Kurbel. Klicke ich jetzt
mal alles rechts. Ja, das ist das neue Verb hier. Das Rechtsklick. Alles Rechtsklick. Gibt's hier noch irgendwas? Nach links? Nein. Bei sowas kann ich anscheinend nicht rechtsklicken. Was sagst du zu dem Rest hier? Zum Beispiel zu dem Lappen. Darüber mache ich mir besser nicht zu viele Gedanken. Hauptsache, ich falle nicht. Ach, okay. Der Pfeiler. Hoffentlich hält es ein Weilchen. Ja, ja, wir sind da schon 10. Mal drüber gelaufen, das hält. Kein Problem. Wo tropft denn das Öl runter? Genau. Das hat nicht viel gebracht. Es ist immer noch rutschig. Tja, kannst aber später nochmal drauflegen. Egal. So, gibt's hier irgendwas, das ich rechts klicken könnte? Nein? Okay. Dann weiter. Dann mache ich auch so langsam Schluss mit dem Part. Wir sind schon wieder drüber. Aber jetzt will ich euch auf jeden Fall erstmal den Rechtsklick fertig zeigen. Hier gibt es keine Metallstange. Ich muss mich woanders umsehen. Sieht so aus, als käme ich da nicht mehr wieder hoch. Tja. Verkackt, würde ich sagen. Da kann ich auch keinen Rechtsklick. Beim Müll kann ich essen. Mal sehen, was wir da haben. Ach komm! Eine Kurbel! Super! Genau die hat mir gefehlt! Okay, Leute, das ist doch der perfekte Moment, um den Part zu beenden, oder? Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Whipwobase, Insel der Verdammten. Bis dann!